So, Salzburg Hauptbahnhof. Ich bin auf dem Weg zu meiner neuen Lok. Ja, was heißt neu? Der Kasten ist schon ein bisschen alt. Ich glaube, da wurde noch im Zweiten Weltkrieg hergestellt. Während der Kollege da drüben abfährt, fahren wir Richtung Salzburg Hauptbahnhof, genau. Und zwar mit der Baureihe 111. So, ja. Oh, die Bandscheiben sind auch nicht mehr das, was die mal waren. So, erstmal alles abschütteln an Wasserschmodder. So, genau hier. Kompressor läuft an. Mal gucken, ob es funktioniert. Alles so, wie es funktionieren soll. Aber ich denke mal, dass das der Fall ist. So, kein Schleudersitz. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Dann hier. Genau, einmal so. Dann schauen wir hier hinten. Zugspitzensignale schalten wir an. Jo. Scheint zu funktionieren. Können wir ja auch, bin ich der Meinung, die ersten Primaten einsteigen lassen. Was ist das denn jetzt? So, hurtig, steigt einer hinten. Alter, du musst den Schirm andersrum halten, genau. Wutsch, einmal alles voller Wasser. Gut, da steckt keiner mehr zwischen. So. Dann wollen wir auch mal abschnarren, wa? Das sieht doch schon mal ganz fachmännisch aus. Das sieht so aus, als können wir das hinkriegen. Ne, bei mir ist mein Headset ab. Mein Headset ist abgeschmiert. Nein, mein ganzes Setup hier ist abgedampft. Da ging gar nichts mehr. Also überhaupt nichts mehr. Und ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass als nächstes auch noch mein Stuhl kommt und abschmiert. Naja, jetzt musste ich mir erstmal den ganzen Käse hier neu kaufen. Schreibtisch für ein paar hundert Kröten, Mikrofon für ein paar hundert Kröten, Mikrofonarm für ein paar hundert Kröten, Bildschirme, gut, die habe ich noch gehabt, Tower für ein paar hundert Kröten, neues Mainboard, Wasserpumpe, Lüfter, ach, hör auf, ach, der Schreibtisch ist auch noch beleuchtet, Headset-Ständer, Headset-Halter beleuchtet, ja, all sowas eben, ne, das kostet einen Arsch voll Geld und einen Arsch voll Zeit. Naja, jetzt bin ich ja wieder am Start. Jetzt nehme ich euch mit. Bad Endorf, Bahnsteig 4 ist unser nächstes Ziel. Ja, ist ja gut. Ich habe vorhin schon mal ein, zwei Trockenübungen gemacht. Und jedes Mal ist mir irgendwie die Karre verreckt. Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Man möge es mir verzeihen, ich habe zwar eine kurze Schulung gehabt hier, wie es funktioniert, aber ich schätze mal, dass ich es auch wieder ruckzuck vergeigen werde. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Bin noch ein bisschen verhalten zwischendurch, ein bisschen leiser. Aber bis jetzt sieht es gut aus. So, ich will doch mal kurz was trinken. Prost! Ah, Aquavit! So. Was trinkt denn da für ein Bier? Aquavit. Ich trinke Aquavit. So, geplante Fahrzeit sind, glaube ich, 112 Minuten. Da ich aber fahre, könnte es um 2,5 Stunden werden. Aber das sehen wir dann gleich noch.
Ist auf jeden Fall ziemlich kriminell, dieser Rosthaufen hier. Also, ich bin ein bisschen verhalten, wie gesagt, was das angeht, weil... Jetzt kommt halt der Punkt wieder, ich hoffe, der Scheißhaufen hier fängt an, Fahrt aufzunehmen. Vorhin wollte er die ganze Zeit nicht. Aber was auch immer ich vorhin falsch gemacht habe, es sieht aus, als würde es jetzt funktionieren. Super. Alter, das geht aber auch hier steil hoch, ne? So. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Hier ist natürlich auch keine neue Reihe, so wie es aussieht. Ne? Hat zwar naja, Technik verbaut, aber es geht besser, es geht besser. So, die Nacht war kurz. Irgendwie war es auch nicht. War auf jeden Fall ziemlich anstrengend, darum bin ich noch ein bisschen erschöpft. 6.45 Uhr morgens. Kann man auch noch müde sein. Moin, Kollege. Kollege, der Gerät. Aber scheint hier zu schnackseln, scheint zu funktionieren, das da hier. Ich hoffe heute, wenn wir nicht so ein Breite-Krematorium kriegen, dass hier bei uns einsteigen will. Wir haben zwar schon breite Türen, aber wenn ich mal dran denke, Dresden-Taranta-Rampe, da ist auch so ein Tortenfriedhof an Frau eingestiegen und ihr Kerl, der Zug hat erstmal Schlagseite rechts. Könnte, ich weiß nicht, ob das hier auch passiert. Wir sind hier selber schon 388 Tonnen schwer, aber gegen so ein paar Rhinoceros konnten auch hier nichts. Ausrichten. Naja, auf jeden Fall jetzt Rosenheim-Salzburg. Schauen wir uns mal den Käse an, den wir hier haben. Natürlich auch so schön. Gerade eben bei der Schranke. Alter,
Ich stand ja schon direkt vor der Schranke, weißt du, als sie runtergegangen ist. Wenn jetzt so einer rübergefahren wäre, der hätte die Arschkarte gehabt. Von vorne kommt auch noch ein Zug entgegen, das wäre dann erstmal so. Pff. Hat immer Tetris-Stein aus dem gemacht. Oh ja, ist eigentlich ganz interessant hier. Fährt sich eigentlich ganz gut, dieser Kackhaufen. Bin überrascht. Ja, ich habe so meine Schwierigkeiten mit allem, was da ist, aber echt nicht schlecht. Sehr schön. Jawohl. Na, ah, da wollen wir mal. Sind jetzt sowieso gleich da in Bad Endorf. Kann man ja mal machen, ne? Warum nicht? So. Ich glaube, auf 60 ging es runter, ne? Lass meinen Haufen noch ein bisschen rollen. Ja, geht gleich auf 60. Ist es da eigentlich ein Fluss? Nächste Straße ist kein Fluss. Alter, was ruckelt denn das hier andauernd? Dreckiges, programmiertes Scheißspiel. Unmöglich. Man hat einen i9 drin, 9900, eine 3060 Grafikkarte, 247 Millionen Gigabyte Arbeitsspeicher, aber es muss Hauptsache laden. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wird denn heute gar nichts mehr vernünftig programmiert, aber Hauptsache so viel dafür verlangt, dass ich mir einen halben Monat Test kaufen kann. Muss ja mal erwähnt werden hier. Scheiß Daftel, Verbrecherbande, Drecksgesocks. Das Problem ist, die machen geile Zugsimulationen. Verbrecher sind es trotzdem in meinen Augen. Dich ziehen wir an. Alter, steh doch noch schneller auf, du Blödmann. Was ist? Will keiner aussteigen von euch Weichköppen? Fred mit dem Schmerz. Na gut, wenn's so ist, Fenster! Fenster! Ah, da muss man schon wieder mitten im Raum stehen hier. Haben wir es jetzt bald mal, ja? Okay, Prien, Chiemsee. Dieser Rotzkübel schon wieder nicht aus dem Arsch hier. Also.
Geht auch. Na, was los, die Herren Fahrmotorenlüfter? Keine Lüsten oder was? Jetzt kommen sie. So, 6:59 ist angesetzt. Das sind circa 5 Minuten noch. Naja, jetzt aktuell 4 Minuten, dann müssen wir da sein. I will do my very best, um es zu schaffen. Was ist das da oben? Macht das was? Nee. Ach, hier ein Lämpchen. Nee, das ist schon ein Schalter. Hier ist auch so ein Schalter. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich Sprengung oder so. Es wird ja hier leider nur die Hälfte simuliert. Ah doch, geht echt ab, Alter. Macht echt Laune. Hätte ich nicht gedacht, aber macht schon Laune. Bartender. Bartender-Simulator. Nichts aufgelage, Barwix-Kram. Bartender. So war das. Vorhin bin ich nicht drauf gekommen, wie das Spiel hieß. Jetzt weiß ich, wie das Spiel heißt. Bartender. Und das heißt, wie das Spiel heißt und nicht wie das. Alter. Ach, ein bisschen Mühe. Zeit. Das war halt nicht ganz so. Ne? Oh nö, nicht schon wieder. Er gibt mir die Lockheit schon wieder nicht frei. Ja, er gibt mir schon wieder. Jetzt hat er es freigegeben. Ich hoffe mal, es funktioniert alles so wie es soll. Ein bisschen knurrig drauf gerade. Es funktioniert so, wie es funktioniert soll. Jetzt geht auch noch mein Stuhl auf, weil ich zu fett bin. Ja. Gut, was der auch schon an 14 ausgehalten hat, das ist ja Wahnsinn. Alter, holper, holper. Dann nehmen wir noch ein bisschen Minecraft gespielt mit der Frau. Ja? Bin ich jetzt auch bei. Gucken, was dabei rumkommt. Könnte ganz interessant werden. Naja. Zum Glück weiß ich, dass sie sich Simulatoren eigentlich nicht anhört oder anschaut, weil Simulatoren sind voll scheiße, bis auf so 2-3 Stück. Das hier interessiert sie halt überhaupt nicht. Also kann ich hier eigentlich auch machen, was ich will, wenn ich nackt vor dem Bildschirm hocke. So. Ich könnte mir auch meine Fatzecam zulegen, ne? Aber ich will euch nicht noch mehr verschrecken. Ihr sollt mich ja schließlich abonnieren. Ihr sollt mich schließlich abonnieren und keinen Schreck vor mir kriegen. Bimmelim, Schande! Bin du schon aufgedreht? Bin du schon aufgedreht? Fixit, ich wollte mir noch Fixit kaufen. Siehst du? Verzeihung. Nee, ich wollte mir noch Fixit holen. Moment mal. Ich wollte mir noch Fixit holen. Aber das hat ja so herausragende Bewertungen. Und das ist halt Astragon. Ja, und Astragon, wir wissen ja, ist auch nicht mehr das, was es mal war. Das ist eigentlich noch nie gewesen, was es mal sein wollte. Schön, die Schranken gehen jetzt erst runter. Da bin ich schon lange durch. Alter. Schluck auf, immer noch. So, 1 Kilometer sind wir schon da.
jetzt mal die Sprengung einleiten, wa? Ich glaube, wir kommen zu schnell rein. Ja, könnte noch was werden. Alter, das Ding geht aber auch in die Kletten. Da sitzt hier auf einmal jeder vorne, der hinten eingestiegen ist. Joi. Gib zu, das bin ich ja gar nicht gewöhnt, dass das so hängt. Oh, was steht denn da? Steht da etwa so ein schöner alter Triebwagen? Das ist ja cool. Den will ich fahren. Oh, der Sound, ne? So. Sehr schön. Das würde mich auch mal interessieren. Hier wird der jetzt hingeschüsselt, ne? Steht ja eigentlich vorne dran, aber ich kann jetzt auch nicht aussteigen. Okay. Alter, das ist doch dieses Gehakel, ne? Unfassbar. Reicht ja schon, dass ich hier nass werde, aber dennoch noch sowas. So, nächster Halt, Bernau. Ja, läuft ja wie geschnitten Brot bis jetzt, ne? Also bis jetzt geht ganz gut. Bin selber ein bisschen überrascht. Da könnte ich mir doch eigentlich so einen Kinderkart einpfeifen. Könnte ich eigentlich machen, ne? Will ich das machen? Weiß ich nicht, aber man könnte mal versuchen, damit Karten zu spielen. Ich will dieses Regio-Ding fahren. Und ich frage mich, warum hier dieser alte Schlund fährt, wenn es doch so viele schöne neue Dinger gibt. Hat die DB wieder mal kein Geld, wa? Und ich wette mit euch, der fährt da rechts rein. Da fährt er rein. Und ich würde zu gerne wissen, wo das da hingeht. Ja, müssen wir mal gucken. Nur schon mal ein bisschen an diesem DSC hier rum. Also wollen wir erstmal gucken, dass wir hier vorwärts kommen. Was ist das hier? Hier steht noch die. Ich hab gerade Karamellsauce entdeckt, hinter Bildschirm. Wenn die da wo steht. Müssen wir drauf achten, links und rechts jetzt. Die Schranke ist nach oben. Guck mal. Da ist gerade keine Schranke dran. Das ist ja auch nicht schlecht. Gar nicht gesehen, dass es runtergeht von der Geschwindigkeit her. Wahrscheinlich wegen diesem popeligen Bahnübergang. Das ist ja ein Simrail auch so eine ganz kriminelle Sache. Hast du drei Bahnübergänge hinter, musst du ewig auf 20 km/h runterbremsen von 60. Leck mich am Arsch, ey, da fahr ich doch durch. So. Alter. Ja.
Ja. Erstmal tief Luft holen. Ich habe keine Ahnung. Alter, ich muss ja schon bremsen, pass mal auf. Ich hab gar nicht gesehen, dass wir schon da sind. Ich habe ganz vergessen, rechts Kilometer zu beachten, wo wir sind. Das ist jetzt eine interessante Sache. Aber könnten wir schaffen. Das mit dem Gehakel muss aufhören. Da muss ich mal noch gucken, was das ist. Alter. In einer Reihe. Cool. Okay. Alles bestens. Und schon wieder. Jedes Mal, wenn ein Ziel erfüllt ist, eine Vorgabe erfüllt ist. Komisch. Plattert aber auch durch, ne? Es plattert durch. Ich glaube, dass wir gar nicht mehr aufhören heute. So, auf den Weg nach Übersee. Bahnsteig 2. Komm schon, Alter, zieh! Mit der Latte kannst du auch keinen Helm vom Arsch ziehen. So. Ja, Hintergrundgeräusche sind normal. Ich muss mich mal kratzen, mich bewegen. Was auch immer. Ist nun mal so. Ich weiß ja nicht, wie du lebst, wenn du dich nicht bewegst, aber ich muss mich bewegen. Yes, sir. Nein, ich bin gerade nicht am Kacken. Das Wort kommt sehr oft bei dir vor. Ja. Ist halt ein Wort, ne? So. Alter, 7 Uhr morgens ist echt keine Uhrzeit für Menschen, die gerne schlafen. Nein, es ist nicht 7 Uhr morgens, ich bin schon seit 5 Uhr wach eigentlich. Jetzt aktuell haben wir 16 Uhr nachmittags. Schon den ganzen Vormittag am Rennen, am Schneiden, zwischendurch ein bisschen privaten Spaß haben, Computer aufnehmen, Reise verbinden, bis das hier, da kommt noch Dennis, glaube ich, dran, hatte ich vor. Naja, also was. Lade ich euch übrigens auch zu ein, ja, zu den ganzen anderen Videos. Müsst ihr euch halt nur mal angucken, wie man es genannt. Alter. Es wird nicht besser mit der Müdigkeit, es wird nicht besser. Wenn ich mir nicht gleich irgendwie einen Kaffee oder sowas einverleibe, dann wird es echt schwer, munter zu bleiben und kein Mist zu bauen. Machen wir es doch mal so. Schreibt mal in die Kommentare rein. Beschreibt mal Deutschland mit einem Satz. Ich lege vor, öffentliche Altglascontainer haben Öffnungszeiten. So, jetzt seid ihr dran.
Bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Hörst wahrscheinlich gar nichts. Ihr seid so schreibfaules Pack. Kein Bock mehr, ein Video zu schauen, was länger als 15 Minuten geht. Aber egal. Eben das Seine, mir das Meister. Kennt er ja. So, 130 Spitzengeschwindigkeit. Ich glaube, 160 kann der Haufen, ne? Ja, 160. Ach, war schon schnell. Okay, wollen wir es mal auf schnell stehen lassen. Ich wollte es eigentlich auf schnell stehen, weil das sieht zu langsam aus mit dem Intervall, aber war schon. Brauchen wir auch gar nicht schneller machen. Und auf Dauer. Ist schon in Ordnung so. Alter, das wird wie gesagt nicht besser. Und vielleicht sollte ich ja mal anfangen mitzuzählen, wie oft ich gehe. Oder vielleicht hat es schon einer von euch getan, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. So bis dieser Folge. Gleich in Übersee, Bahnsteig 2. Ah, also in Übersee, das sind erstmal Folgenende. Ich werde hier keine Folge von einer ganzen Stunde hochladen. Das habe ich schon getan. Mache ich ungern sowas. So, sind gleich da, wollen wir schon mal langsam ein bisschen abbremsen. Aber das seht ihr ja auch. Alter, hast du Beendung? Alter, was war das denn gerade? Warte mal, ich muss Bescheid sagen. Wo ist er hin? Naja, hat sich ganz schön verpisst, dieses kleine Würstchen. Unfassbar. So dicht am Bahnsteig lang zu laufen, an der Trasse. Selbstmord, das ist doch nicht mal ganz frisch im Kopf. Diese Wurst, Alter, der hat doch Bockwurst im Gehör. Ach, was sage ich denn? Das für ein Gehirn. Der hat doch Saft da oben drin. Alter, da haben sich zwei Drähte berührt und da kann ich nachdenken. Ach, was heißt, welche Drähte? Da ist überhaupt nichts drin an Verkabelung. Meine Fresse, noch eins. Jei. Unfassbar. Nächstes Mal halte ich meinen Sack raus, dann kann er einmal kurz klatsch, weißt du?